Und es ist mal wieder an der Zeit für dieses wunderbare Format, was bringt eigentlich? Heute stellen wir uns eine sehr interessante Frage, nämlich was bringt eigentlich mehr RAM? Und vor allem auch die Frage, wie viel RAM braucht man eigentlich 2022? Nicht nur, wenn man zocken will, sondern auch, wenn man seinen RAM mit dem Chrome-Browser verwohltätigen möchte oder eben was rendert. Und genau das schauen wir uns in dem Video hier an. Zeiten ändern sich und 1981 hat Bill Gates etwas gesagt, über das heute jeder, und ich meine wirklich jeder, lacht. Er hat nämlich gesagt, niemand braucht mehr als 640 Kilobyte Arbeitsspeicher in seinem Computer. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht Gigabyte, nicht Megabyte, nein, Kilobyte. Wie viel RAM habt ihr denn aktuell in eurem Rechner verbaut? Das könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, aber nur damit ihr mal eine Relation habt. 640 Kilobyte sind 0,00064 Gigabyte. Ich glaube wirklich jeder, der dieses Video hier schaut, hat mehr, und an die, die nicht mehr haben, bitte ein F in den Chat. Wenn jetzt 640 Kilobyte wirklich nicht reichen, wie viel RAM braucht man dann wirklich 2022 und bringt mehr auch dann echt mehr, beziehungsweise was bringt mehr Arbeitsspeicher? Genau das werden wir uns jetzt mal ansehen, aber zuerst sollten wir uns eine Frage stellen. Wofür genau ist der Arbeitsspeicher eigentlich da? RAM steht für Random Access Memory und beschreibt eigentlich nur den kurzfristigen Datenspeicher eines Systems. Und ich meine hier wirklich kurzfristig, denn sobald ihr euren Rechner anschaltet, dann werden Daten in den RAM geladen, die allerdings wieder weg sind, sobald ihr den Rechner ausschaltet. Öffnet ihr beispielsweise euren Browser und macht ein paar Tabs auf, dann werden diese Daten erstmal in den Arbeitsspeicher geladen, damit die CPU schneller Zugriff auf den ganzen Spaß hat. Das gleiche gilt natürlich für verschiedene Programme und auch verschiedene Games. Und eine Sache ist dabei ganz essentiell. Der Arbeitsspeicher ist deutlich schneller als SSD-Speicher und natürlich viel schneller als Festplattenspeicher. Interessanterweise aber nicht ganz so schnell wie der Cache von der CPU. Aber im Prinzip kann man verbildlicht sagen, dass der Arbeitsspeicher mehr oder weniger das Kurzzeitgedächtnis eurer CPU ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass eure SSD oder eben Festplatte das Langzeitgedächtnis ist. Dass aber nicht nur die RAM-Größe, sondern natürlich auch die RAM-Geschwindigkeit irgendwo Relevanz hat, das haben wir in einer ganz anderen Folge Was bringt eigentlich schon geklärt. RAM kann man meistens in sogenannten Kits kaufen. Das bedeutet, dass ihr nicht nur ein, sondern in vielen Fällen zwei oder eben auch vier RAM-Sticks bekommt, und das ist schon verdammt wichtig, was die Geschwindigkeit angeht, denn ab zwei RAM-Sticks könnt ihr auf den ganz normalen Consumer-Plattformen den Dual-Channel nutzen. Das bedeutet, dass der RAM dann etwas schneller arbeiten kann, vorausgesetzt, dass die beiden Module eben die gleiche Taktrate und auch die gleichen Latenzen haben. Und vier RAM-Sticks laufen dann übrigens nicht im Quad-Channel, wie viele von euch immer annehmen, sondern auch im Dual-Channel, nur leider ist das in bestimmten Szenarien oft nicht so stabil. Das ist wiederum ein Thema für ein ganz anderes Video. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wie viel RAM braucht man 2022, und dazu schaut man sich vielleicht erstmal an, was für Größen man üblicherweise in den Kits bekommt, denn vor einiger Zeit ist ja auch schon DDR5 erschienen und auch da hat sich was verändert in Bezug auf die Kapazität. Denn es gibt zwar beispielsweise 16 GB Kits DDR5 RAM, allerdings sind die momentan auf dem ganzen Markt viel seltener als beispielsweise 32 oder 64 GB Kits. Reden wir jetzt über DDR4 RAM, dann kann man tatsächlich auch noch 8 GB Kits kaufen. Viel häufiger sieht man aber 16 GB Kits, 32 GB Kits, und bei DDR4 geht das hoch bis zu 128 GB Quad Kits oder 256 GB Kits mit unglaublichen 8 RAM-Riegeln. Das ist aber nur was für Enthusiastenplattformen, sprich Threadripper und Co. Man kann aber beispielsweise auch nur einen einzigen 4 GB DDR4 RAM-Stick kaufen, was übrigens theoretisch sogar unter 20 Euro kosten würde. Dass 4 GB wahrscheinlich natürlich nicht mehr ausreichend sind, steht, glaube ich, für heute völlig außer Frage, auch wenn es zum Beispiel einige Einsteiger-Notebooks gibt, die wirklich nur 4 GB RAM haben. Ich meine, schaut mal, Windows 10 hatte als Mindestanforderung 1 GB Arbeitsspeicher, damit das Betriebssystem überhaupt läuft. Windows 11 hat schon 4 GB als Mindestanforderung, eigentlich total irre. Aber dann ist natürlich auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Arbeitsspeicher mal wirklich voll ist? Und da kann ich euch aus Erfahrung sagen, der PC wird verdammt langsam. Selbst wenn ihr wirklich eine schnelle CPU, schnelle Grafikkarte und sogar eine schnelle SSD habt. Ich habe das selbst in Zeiten erlebt, in denen 1 GB RAM High-End war und es noch gar keine SSDs gab, sondern nur mechanische Festplatten. Was da passiert ist nämlich, dass die CPU die Daten, die sie kurzfristig braucht, in eine sogenannte Auslagerungsdatei temporär speichert. Und guess what? Diese Auslagerungsdatei befindet sich auf eurer System-SSD oder im schlechtesten Fall sogar auf eurer Festplatte. Und wie ich eben schon gesagt habe, beides ist wesentlich langsamer als euer Arbeitsspeicher. Und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Test. Ich konnte für den gesamten Test leider nicht das gleiche RAM-Kit verwenden, habe aber natürlich geschaut, dass die Kits, die ich
ich verwendet habe, zumindest mal auf gleichen Taktraten und Latenzen laufen. Und wer wissen will, worauf ich genau getestet habe, welche RAM-Kits zum Einsatz gekommen sind und so weiter, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Als erstes habe ich dann mit 4 GB RAM getestet. Hier war ich natürlich gezwungen, das Ganze im Single-Channel laufen zu lassen. Und sobald ich Windows hochfahre und die üblichen Programme reingeladen sind, sprich Steam und Co., kann man im Taskmanager schon sehen, dass 3,5 GB Arbeitsspeicher belegt sind. Das heißt, das hier wird ganz, ganz schnell sehr, sehr eng. Starte ich Google Chrome, ein Browser, der als RAM-Fresser bekannt ist, und mache mal 6 Tabs auf, dann sind wir immer noch bei zwischen 3,5 und 3,7 GB Auslastung. Aber wie schaut es dann mit den Games aus? Dafür habe ich dann den Far Cry 6 Benchmark laufen lassen, oder besser gesagt, ich habe es versucht, denn nach mehrmaligem Testen habe ich was Witziges beobachtet. Der Benchmark will starten, der Arbeitsspeicher ist voll und komplett ausgelastet und dann stürzt das Game einfach ab und der Arbeitsspeicher hat danach nur noch eine Auslastung von 2,6 GB. Interessant auf jeden Fall. Und wenn ich dann ein Video render mit Handbrake, dann ist der Arbeitsspeicher mehr oder weniger vollgeladen. Man kann so einen richtigen Spike erkennen auf 3,8 GB und das Ganze dauert verdammt, verdammt lange. Wir schauen uns das später aber noch im Vergleich an, also wie lange das wirklich gedauert hat. Das gleiche Spiel habe ich dann mit 8 GB gemacht. Lustigerweise habe ich festgestellt, dass im Taskmanager schon eine größere Auslastung für den RAM angezeigt wird, wenn man mehr verbaut hat, ohne dass man was anderes macht. Da waren im Normalbetrieb nämlich schon 4,4 GB belegt. Hier habe ich dann mal den Far Cry 6 Benchmark laufen lassen und eine Sache habe ich festgestellt, auch 8 GB RAM ist schon ein bisschen knapp, aber immerhin startet der Benchmark und man sieht schon im Menü, dass der RAM mit 7 GB mehr oder weniger voll ist. Startet man dann den Benchmark, dann ist der RAM mit 7,7 GB komplett ausgelastet und interessant ist noch eine ganz andere Sache. Mit 8 GB hatte ich immer mal wieder so Mikroruckler runter auf 1 FPS. Ich denke, das ist so ein Nachladeeffekt. Das gleiche Spiel habe ich dann mit 16 GB gemacht und auch hier ist es im Normalbetrieb so. Ich habe mehr RAM verbaut und es wird auch mehr Arbeitsspeicher belegt. In dem Fall ist es nur wenig mehr, aber immerhin 4,8 GB. Auf jeden Fall ein interessanter Effekt und auch hier habe ich mal den Far Cry 6 Benchmark laufen lassen und da gesehen, dass die 16 GB wahrscheinlich ausreichend sind, weil der RAM, der kommt hier nicht an seine Grenze. Der ist ausgelastet mit um die 12 GB, die belegt wurden und interessanterweise haben wir eine deutlich bessere Leistung und keine Spikes nach unten und auch beim Render-Benchmark wird der Arbeitsspeicher deutlich höher belegt mit 7,7 GB. Zu guter Letzt habe ich dann nochmal den Far Cry 6 Benchmark mit 32 GB gemacht. Interessant ist hier, dass die Auslastung eigentlich nahezu die gleiche ist wie bei 16 GB. Das bedeutet, 16 GB scheint für ein typisches modernes AAA-Game mehr oder weniger der Sweet Spot zu sein. Und hier seht ihr den Vergleich zwischen 4, 8, 16 und 32 GB RAM, wenn es um die Frameraten geht. Natürlich erzielen wir auch mit 8 GB ganz gute Frameraten, wenn man mal diese Mikroruckler außen vor lässt, denn die können wirklich sehr, sehr nervig sein, wenn man Spiel zockt. Aber der Unterschied zwischen 8 und 16 ist deutlich spürbar. Der Unterschied zwischen 16 und 32 ist kaum spürbar. Auch den Handbrake Render Benchmark habe ich mal für alle Variationen gemacht und ihr seht hier, dass das Rendern mit 4 GB echt ein absoluter Pain war. 14 Minuten und deutlich mehr noch. Ab 8 GB wird das Ganze mit ungefähr 4 Minuten 44 schon sehr erträglich und mit 16 GB sind wir noch mal ein bisschen schneller, ebenso wie mit 32 GB. Allerdings ist hier der Sprung relativ klein. Und das bringt mich zu unserer formatbestimmenden Frage. Was bringt mehr RAM? Grundsätzlich in jeder Kategorie eigentlich eine bessere Performance, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Da ist jetzt die Frage, wie viel RAM braucht man 2022 also? Also in einem durchschnittlichen Gaming-PC würde ich sagen, dass man gut bedient ist mit 16 GB RAM. Leute, die aber natürlich größere 3D-Render-Projekte vor sich haben, die können eigentlich nie genug RAM haben. Da werden nämlich riesige Datenmengen in den Arbeitsspeicher geladen. Wenn ihr allerdings so etwas nicht macht, dann braucht ihr euch über mehr Arbeitsspeicher auch kaum Gedanken zu machen. Ich meine, wir haben gesehen, ein PC betreiben kann man theoretisch mit 4 GB RAM, aber nicht wirklich spaßig. Mit 8 GB RAM kann man eigentlich schon alles machen. Man kommt eben nur immer und immer wieder an die Grenzen. Also eigentlich ist der Arbeitsspeicher bei den Anforderungen, die man als typischer Gamer hat, dauerhaft voll. 16 GB lassen einem ein bisschen Luft nach oben da und 32 GB ist momentan für den Durchschnittsgamer aus meiner Sicht der absolute Flex. Aber eine Sache muss man auch ganz klar sagen, jeder macht natürlich andere Dinge, jeder macht Dinge mehr oder weniger gleichzeitig mit seinem PC und hat da auch unterschiedliche Ansprüche. Mir ging es hier aber ganz klar um die Frage, was braucht man jetzt wirklich für den Standardkram? Und daher sage ich, 16 GB RAM ist der absolute Sweet Spot für 2022 und wir können ja mal nächstes Jahr schauen,
ob sich da was geändert hat. Das ist ja interessant, wenn man vielleicht jedes Jahr so eine Art Video macht. Meine Frage an euch ist jetzt aber, wie viel RAM habt ihr aktuell in eurem Rechner verbaut? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, die neue Folge Was bringt eigentlich hat euch genauso gut gefallen wie sonst auch. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.